Hallo und herzlich willkommen. Du suchst eine Tastatur mit Touchpad im Format einer Fernbedienung für unter 25 Euro. Du möchtest es mit deinem Smart TV, Windows und Linux verwenden. Außerdem soll es auch mit Kodi für IPTV geeignet sein. Dann ist die Ri Mini X1 möglicherweise eine gute Wahl für dich. In diesem Video zeige ich dir das Unboxing, die Einrichtung der Fernbedienung mit Windows und Linux und natürlich siehst du auch das Setup am Smart TV. Zusätzlich teste ich noch, wie gut man damit zocken kann. Also bleib dran, es lohnt sich für dich. Die Ri Mini X11 Fernbedienung wird in einer kleinen Verpackung geliefert. Die Verpackung enthält eine Schaumstoffhülle, in dem die Fernbedienung geschützt ist. In dieser Hülle ist auch das sogenannte Handbuch enthalten. Das ist ein zusammengefalteter Flyer mit recht wenig Informationen. Zusätzlich ist noch ein USB-Kabel im Paket. Mit diesem Kabel erfolgt das Aufladen des Akkus der Ri Mini X11. Außerdem kann dies als Verlängerung für den Empfänger verwendet werden. Der Empfänger selbst ist gut versteckt in einem Seitenfach der Fernbedienung untergebracht. Das ist eine sehr clevere Idee. Das Set selbst ist im ausgepackten Zustand recht übersichtlich. Die Fernbedienung erkennt Windows 10 als Mini-Keyboard. Im Einrichtungsprozess ist keine Treiberinstallation notwendig. Daher kannst du das Gerät direkt nach dem Anstecken mit Windows 10 verwenden. Das gefällt uns. Die Eingaben der Tastatur und des Touchpads werden ohne merkliche Latenz, also Verzögerungen, in Windows 10 weiterverarbeitet. Am besten geht das Tippen, wenn es wie ein Gamepad gehalten wird. Nach kurzer Eingewöhnungszeit klappt das Eingeben mit der Mini-Tastatur recht passabel. Wer kleinere Finger hat, ist hier ganz klar im Vorteil. Nur das Schreiben mit dem 10-Finger-System will mir nicht recht gelingen. Wer das hinbekommt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Apropos Gamepad. Ehrlich gesagt fällt mir für die Tastatur, außer Zocken und Kodi, worüber ich gleich berichte, für den Computer keine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit ein. Da die Fernbedienung sehr gut in der Hand liegt, kann man es sicher für das ein oder andere Game verwenden. Ihr seht im Video meine Versuche mit Counter-Strike. Ich bin halt nicht mehr so der große Gamer. Für tastaturlastige Spiele, bei der sich die Kombinationen einstellen lassen, ist die Fernbedienung meiner Meinung nach ein guter Joystick- oder Gamepad-Ersatz. Gute Nachrichten habe ich, falls du die Ri Mini Fernbedienung mit Linux benutzen möchtest. Das funktioniert sehr gut. Es sind keine Eingriffe in das System notwendig. Mit einem Ubuntu-System läuft das Teil einwandfrei. Die Mini-Tastatur hat seine Stärken ganz klar im IPTV-Bereich. In Kombination mit einer Mini-Computerlösung, zum Beispiel einem Raspberry oder einem Mini-HDMI-Stick mit Intel Atom-Prozessor, das ist meine bevorzugte Lösung, die du gerade siehst, entfaltet der Winzling seine volle Stärke. Wie du auch eine eigene Kodi-Box mit einem Mini-HDMI-Stick realisieren kannst, erfährst du im Übrigen im nächsten Video. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du auch garantiert nicht, wie du das selbst mit wenig Geld hinbekommst. Ansonsten kann man die Ri Mini Fernbedienung auch als Ersatz für die normale TV-Fernbedienung verwenden. Nach dem Einstöpseln des USB-Empfängers wird es zumindest bei den Samsung-Geräten tadellos erkannt. Die F5 bzw. die F6-Taste öffnet oder schließt die Quellenauswahl bei den Samsung TV-Geräten. Mit einem Klick auf die rechte bzw. linke Maustaste kommst du in die App-Übersicht oder das Einstellungsmenü und kannst von dort weiter navigieren. Mit der Mini-Tastatur-Fernbedienung lässt sich die YouTube-App zum Beispiel natürlich deutlich einfacher verwenden. Selbstverständlich kann man mit der Mini-Tastatur auch die Kanäle wechseln, welches Neudeutsch mit angelsächsischer Anlehnung
auch Zapping genannt wird. Auf einem Samsung-Fernseher kann man nach kurzer Eingewöhnungszeit alle Einstellungen mit der Mini-Tastatur tätigen. Die Navigation erfolgt mit den Maustasten oder den Cursor-Tasten. Die Escape-Taste ersetzt die Exit-Taste auf der normalen Fernbedienung und die Enter-Taste die OK-Taste. Damit geht das Navigieren durch die Samsung-Menüs zügig von der Hand. Ein Wort noch zu der Reichweite. In meinem Fall beträgt der Abstand von meinem Sofa zum Fernseher ca. 4 Meter. Dieser Abstand ist mit der Mini-Tastatur kein Problem. Mein Fazit: Wer eine kleine und handliche Mini-Tastatur benötigt und dieses auch am Fernseher verwenden möchte, kann bei diesem Produkt bedenkenlos zugreifen. Die Rie Mini X1 ist ein wahrer Alleskönner und vielseitig einsetzbar. Es ist im Vergleich in keiner Kategorie perfekt, aber dafür flexibel. Egal ob man es als Gamepad für das Zocken von Games verwenden will oder für die Bedienung von Kodi in Verbindung mit IPTV. Außerdem wiegt es gerade mal 140 Gramm und die Akkus sind per USB aufladbar. Wie in der Mitte des Videos angekündigt, zeige ich im nächsten YouTube-Upload, wie auch du mit minimalem Einsatz und einem Mini-HDMI-Stick auf Intel-Prozessor-Basis eine eigene Kodi-Box zusammenstellen kannst. Außerdem erfährst du, warum in solchen Projekten Linux eindeutig die bessere Alternative ist. Bitte teile das Video in den sozialen Netzwerken und lass einen Like da. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.